Okay, die Forschung. Noch 4 Monate, dann haben wir die Hydrokultur, dann kümmern wir uns um mehr Essen. Wir könnten aber noch einige Mastbetriebe in die Wege leiten. Wo ist die Mast? Da. Ziegen stellen wir am besten zur Molkerei. Wo ist die Molkerei? Ich weiß, ich hatte eine gebaut, aber wo die steht, weiß ich schon gar nicht mehr. Komm schon, wo bist du? Kann ich die Farmen nicht auch noch aufwerten? Selektive Züchtung. Halmdüngung. Automatisierung. Flächendüngung. So, aber wo war die Molkerei? Hatte ich überhaupt eine? Weiß das gar nicht. Wie sieht die denn aus? Industrie, Molkerei. So sieht sie aus. Sich irgendwo ein Gebäude, was ähnlich diesem hier ist. Nee. Ich kann mich auch nicht erinnern, das in dieser Mission mal gesehen zu haben. Bauen wir die jetzt hier mit hin. So, dann kriegen wir nämlich auch Milchprodukte und wir bauen zusätzlich noch einen Mastbetrieb. Für Ziegen. Und einen für Rinder. So, dann brauchen wir noch weitere Verteidigung. Eine Kaserne. Okay, läuft, läuft. Ganz ruhig, das wird schon. Präsidente, ich hatte... Die Hydrokultur ist freigeschaltet, na endlich. Und das Atomprogramm könnten wir auch in die Wege leiten. Machen wir das mal zuerst. Stellen wir schön in die Mitte, damit dann alle Streitmächte an uns vorbei müssen, beziehungsweise an unseren Streitmächten vorbei müssen. Was hat Bing gemacht? Was war das? In dieser bösen Welt sind... Besitzen Sie 2 Banken, haben wir. Ausgezeichnet, mein Bester. Topico wird in Sachen Globalisierung garantiert ein wichtiger... Mehr Globalisierer auf dieser Welt. Die religiöse Gemeinschaft ist über ihre Spiritualität sehr erfreut. Sie haben sich zusammengetan, um sie für ihre Taten zu belohnen. Wie können sie sich erkenntlich zeigen? 3 kostenlose Kirchen, mehr Religiöse auf der Insel, 8000 auf Schweizer Konto, 3 kostenlose Kirchen. Kathedralen wäre mir lieber gewesen, aber ist okay. So, was wollte ich jetzt bauen? Wir wollten... Forschung kommt. Hydrokultur. Ich wollte die Hydrokultur fertig machen. Einmal für Ananas. So, bauen wir mal weitere Straßen. Dann eine Hydrokultur für Kakao. Haben wir nämlich noch gar nicht. Eine Hydrokultur für Mais. Eine Hydrokultur für Zucker. Und eine Hydrokultur für Tabak. Sowie eine Hydrokultur für Bananen. So, das müsste reichen, dann haben wir auf jeden Fall wieder genug Essen. Durch die Molkerei kriegen wir dann auch noch ein bisschen Vielfalt, die wir übrigens selber fertig machen. Jetzt hier die Mastbetriebe, Hydrokultur fertigstellen. So, dann bauen wir demnächst auch die modernen Apartment-Blocks. Das Atomprogramm baue ich auch selber fertig, damit ich weiß, ob ich noch Strom übrig habe. Ja, gerade so. So, jetzt die modernen Apartment-Blocks. Wo sind sie? Wohnen. Modernes Apartment. Stelle ich jetzt hier vorne mit hin, stört ja keinen. Kostet das Strom? 20, okay. Damit kann ich leben. So, eine weitere Kirche, die ist kostenlos. Einmal eine U-Bahn-Station würde ich gerne bauen, habe ich aber im Moment kein Geld für. Aber hey, die Fernsehstationen werden auch langsam fertig. Das geht doch. Wir kriegen von überall her Geld. 20 Bürger kamen in Tropico an. So, jetzt die U-Bahn-Station. Ich sehe gar nichts. Kirche fertig bauen. 12.000 kostet ein
Oh, da kommen neun. Die neun Leute. Aber hey, es ist gut, dass wir jetzt nicht nur die Festung wieder da haben, sondern eben auch die beiden Türme. Selbst das Wohlwollen und die Verantwortlichkeit der Banken konnten das Unvorstellbare nicht aufhalten. Die Banken haben all das Geld aller Bürger verzockt. Fort, wie Feenstaub. Wir brauchen einen Schuldenbock. Wen können wir beschuldigen? Die ausländische Einmischung, die Armeen, nee, die Armen, die Reichen, niemanden. Ein berühmter Gouverneur aus Kalifornien hat mal gesagt, was man mit Geld nicht erreichen kann, kann man mit sehr. Okay, wir kriegen 10 Globalisiererbeziehungen, wenn wir uns darum kümmern, 4 Banken auf der Insel zu haben. Aber wir können froh sein, dass wir überhaupt so viele Türme hier hingestellt haben. Ich glaube, ich brauche noch weitaus mehr. Wir kommen ja immer von der gleichen Stelle. Es ist ja immer wieder dasselbe. Verteidigungslinien des Palastes sind abgebrochen, sind kaputt. Unsere Panzer wollen die da angreifen, das ist auch gut so. Ich gebe mein Leben, wenn es sein muss. Ja, das wirst du auch wahrscheinlich tun. Ein Soldat ist immer im Dienst. Wieder haben wir irgendwas erledigt, sehr schön. Ah, das mit den Touristen ist fertig, sehr gut. So, alles wieder aufbauen. Kugelsichere Westen. Ich muss das andere noch ausbauen. Das hier. Sehr schön. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon stärker. Da ist das Gefängnis. Kammer der Bestrafung. Gibt Geld, abhängig von der Anzahl der eingesperrten Bürger. Verbrecherboss und Rebellenanführer werden automatisch eingesperrt. Gut, die Panzer sind auf dem Weg. Die normalen Leute auch. Komm schon, macht sie fertig. Klasse. Ihr kriegt das hin. Allzu viel Armee haben wir nämlich nicht mehr. Ich wüsste nicht, wie wir uns noch weiter verteidigen sollten. Wo geht ihr hin? Ihr habt die Textilfabrik alleine gelassen? Irgendwas wurde doch zerstört da. Plantage. Unsere Kameraden in China werden ihre Nachricht von Hoffnung. Erreichen sie eine Bevölkerung von 900 haben wir? Sie haben es geschafft, Präsidente. Alle Supermächte stehen hinter uns. Die Gefahr eines Atomkriegs ist für immer gebannt. Die wahnsinnige Adriana Diaz wurde festgenommen und muss sich für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht verantworten. Okay, wie Sie oft gesagt haben, die Hoffnung ist es, die uns die Freiheit bringen kann. Tropico wagte es zu hoffen und hat es geschafft, den Lauf der Geschichte zu verändern und Armageddon zu verhindern. Eins bleibt noch, Ihre Botschaft der Hoffnung, jede Menschen auf der Erde nahe zu bringen, schreiben wir sie auf den Mond. Wow, was für eine Reise! Jetzt ist erstmal entspannen und Ruhe bewahren angesagt. In ein paar Tagen kann ich mich immer noch darum kümmern, einen Inselstaat aufzubauen. In der Kolonialzeit anzufangen. Was war das für ein Spaß? Auf geht's zum Resümee von Tropico 5. Natürlich muss ich einige Vergleiche auch zu Tropico 4 ziehen, denn Tropico 4 kam 2011 raus, war der direkte Vorgänger von Tropico 5 und das kam 2014 raus. Aufgrund des großen Zeitabstandes werden wir aber bei der Grafik eher Vergleiche zu Anno 2070 ziehen, denn Anno 2070 kam ungefähr in demselben Zeitraum raus. Die Grafik bekommt von mir 95 Punkte.
Von 2011 bis 2014 gab es deutliche Verbesserungen. Trotzdem ist der Vergleich zu Anno immer relativ gleich. Videosequenzen sind gleich geblieben wie zum vorherigen Teil. Wir hatten Eindrücke von Städten, wie El Presidente mit seiner Karre durch die Gegend fährt und alle Leute jubeln und tanzen und machen und tun. Größere Möglichkeiten gab es durch die Kamerasteuerung, es gab eine gute Gestaltung der Gebäude. Die Polygone sind allerdings gleich geblieben. Das heißt, die Leute, die da durch die Gegend gelaufen sind, um sich ein bisschen zu amüsieren. Die Verwandlung der Gebäude und Vielfaltsentwicklung jeweils in der Epoche, die dann stattgefunden hat, war jedoch sehr, sehr schön. Insofern 95 Punkte, dafür, dass dann teilweise bei den Videosequenzen keine Veränderung war, eben 5 Punkte Abzug. Aufbau und Struktur. Zunächst mal, ja, waren es offensichtlich weniger Missionen als Tropico 4. Auch die Kampagne war relativ kurz, denn wenn ich überlege, dass wir über 100 Folgen bei Tropico 4 hatten und jetzt gerade mal 50 Folgen brauchten, um das Spiel abzuschließen, ist das doch ein deutlicher Unterschied. Wir hatten Auswahl zwischen 2 verschiedenen Inseln. Das heißt, immer wieder mussten wir beide spielen, eine nach der anderen, und konnten dann auswählen, wo wir was für eine Mission machen wollten. Wir mussten zwar in jeder dann auch wirklich die gleiche Epoche noch einmal hochbringen, aber es war immer wieder auf einem anderen Weg. Mal Tourismus, mal Wirtschaft. Und das war teilweise nicht besonders gut, weil wenn du das eine auf dem einen entwickelt hast und wolltest dann das andere aber auf dem einen machen, das ging dann nicht mehr. Musste man ja später dann in der nächsten Epoche. Ihr wisst es, ihr habt es gesehen, und von daher ist das nicht ganz so schön gewesen. Es gibt jeweils Epochen zu spielen, im Prinzip 4 Stück. Kolonialzeit, Weltkrieg, Kalter Krieg und die Moderne. Alle haben ihre Gebäude und sind dann auch erst mit den zeitlichen Errungenschaften weitergekommen. Das heißt Verfassung, Diplomatie, Freiheit, Tourismus, Ökologie und natürlich das, was die jeweiligen Leute auch verlangt haben, wie zum Beispiel die ganzen Ökos und die nationalen Menschen und all so eine Rabauken, die da rumgelaufen sind. Jo. Auch das Militär hat sich entwickelt. Das haben wir gesehen anhand der Panzer bzw. der Leute, die erst rumgelaufen sind. Später haben sich ja zu Panzern entwickelt, was relativ konfus erscheint, aber die haben sich einfach nur in Panzer gesetzt, sagen wir uns. Ist alles okay. Wir hatten einzelne Ressourcen und Produktionsgebäude, die wir erweitern konnten, wie auch im vorherigen Teil. Aber durch Forschungen konnte man dann noch gewisse Steigerungen erreichen. Allgemein waren Forschungen sehr, sehr wichtig, denn ohne die Forschung ist man nun mal nicht weitergekommen. Das heißt, die Forschungsgebäude, die Forschungspunkte, die man eingelöst hat, waren noch eine relativ gute Mischung. Farmen waren größer, monumentale Gebäude waren vielfältiger und die Attraktivität spielte auch eine große Rolle. Wenn wir daran denken, dass wir beim Tourismus teilweise darauf achten mussten, dass ein grünes Gebiet um die jeweiligen Dinge rum war, um mehr Geld zu erwirtschaften, das war schon interessant. Der ständige Zeitdruck jedoch mindert den Spielspaß. Wir hatten andauernd Zeitdruck, entweder weil die uns dazu gezwungen haben, jetzt das eine und jetzt das andere zu machen, gab es auch in Tropico 4, aber das kam nur selten vor. Und dann war auch noch der ganz, ganz große Punkt, egal ob man die Verfassung so rumgedreht hat, dass man sagt, nein, hier kommen keine Leute mehr auf die Insel, das will ich nicht mehr, sind trotzdem 20, 30 Leute pro Monat gekommen und man wusste nicht, wie man die unterbringen sollte und musste andauernd nur die Gebäude für die Leute bauen. Das war total kontraproduktiv und ich freue mich, wenn jetzt in Tropico 6 dann wieder eine Einwanderungsbehörde sein wird. Wir hatten außerdem eine Familiendynastie zugefügt bekommen. Das heißt, wir hatten nicht mehr, so wie im vierten Teil, einzelne Personen wie Fidel Castro, Che Guevara, die Permont, wie hieß die, Evita Perón, genau, und ihren Mann und so weiter und so fort, die wir alle dann entwickeln konnten in ihren jeweiligen Fähigkeiten. Immer wieder haben sie einen Stern dazu gewonnen. Das gab es nicht mehr. Man musste jetzt wirklich seine eigene Familie hochziehen, hatte eben ganz viele Kinder, der gute El Presidente, und jedes Kind war irgendwie mit derselben Stimme ausgestattet und hatte dann aber die Möglichkeit, sich selber vorzuentwickeln mit dem Schweizer Bankkonto. Das wird im sechsten Teil nachher auch geändert, dazu aber erstmal nichts. Das gucken wir uns im sechsten Teil ganz in Ruhe an. Da gibt es diese Familiendynastie nicht mehr und das Schweizer Bankkonto wird auch anders verwendet. Aber es war eine gute Idee, um das Schweizer Bankkonto überhaupt mal zu nutzen. Und bei Tropico 4 hat man das ja komplett nur angesammelt und daraus ist irgendwie nichts geworden. Das hat man mit in die Rente genommen. Schöne Sache, aber hat nichts gebracht. Insofern ist es ganz gut, dass man das mit eingefügt hat. Ob es allerdings besser ist, weiß ich nicht. Wir lassen das Ganze bei 92 Punkten für Aufbau und Struktur. Die Story kriegt von mir nur 90 Punkte. Warum? Denn wir hatten angefangen in der Kolonialzeit. Da haben wir uns eine Insel aufgebaut, sind von der Monarchie abgegangen
und haben versucht, uns irgendwie in die Freiheit zu bugsieren. Haben dann verschiedene Inseln gespielt, sind immer wieder Epochen hoch, haben auch Leon Kane kennengelernt, der uns gesagt hat, wie wir das Ganze machen sollten, haben Professor Zweistein kennengelernt, der ja ganz eindeutig ein Pendant zu Einstein war. Es war offensichtlich. Und der gute Leon Kane war am Ende dann der Böse, der alle mit der Atombombe kaputt machen wollte. Zweistein jedoch, der Professor, hat uns in die Vergangenheit zurückgebracht. Wir mussten dann nochmal alles von vorne spielen und haben gegen unsere eigene Insel als Konkurrent gespielt. Was natürlich gleich am Anfang klar war. Vielleicht haben die einen oder anderen noch gestürzt. Huch, wo sind wir denn jetzt? Aber mussten dann wieder bis in die Moderne, nur um herauszufinden, dass es nichts bringt. Alles, was wir machen, haben wir am Anfang schon bekämpft. Und insofern hat Leon Kane zwar nicht überlebt, aber ist die Atombombe trotzdem wieder da gewesen. Also eine übertriebene Sci-Fi-bindige Story, wo El Presidente irgendwie nur als Marionette der anderen andauernd immer alles machen musste. Es war, El Presidente war kein Presidente. Der war einfach bloß da. Der war Gouverneur für irgendjemanden. Das war's. Das fand ich ein bisschen schade, deswegen gibt es 90 Punkte statt 100, aber ansonsten war die Story ganz witzig. Musik und Geräusche. Ja, die Geräusche und die Musik, die haben auf jeden Fall übereingestimmt, kann man nichts anderes sagen. Immer wieder war die Salsa-Mucke, Cha-Cha, wieder mit dabei und ich hoffe, dass YouTube mich diesmal in Ruhe lässt mit der Musik, denn im vierten Teil hatten wir ganz, ganz große Probleme mit dem Urheberrecht, weil die Leute von, ich weiß nicht, ob das damals auch Calypso gemacht hat, ich glaube schon, sich Musik rausgesucht hat, die urheberrechtlich geschützt war und wovon derjenige natürlich auch noch ein paar Einnahmen haben wollte. Und deswegen stand hinter jedem Video urheberrechtlicher Hinweis. Furchtbar. Steht hoffentlich jetzt hier nicht. Das werden wir erst sehen, wenn das Ganze hochgeladen ist. Ich freue mich aber, dass wir es geschafft haben aufzunehmen. 375 Punkte sind es insgesamt. 95 für Grafik, 92 für Aufbau und Struktur, 90 für die Story und 98 für Musik und Geräusche. Durch vier große Punkte sind wir bei 93,75. Ich habe überlegt, den Wiederspielwert mit einem halben Punkt zu bewerten, wegen dem Zeitdruck. Denn ich hasse Spiele mit Zeitdruck. Ah, da bin ich überhaupt nicht für und deswegen wollte ich bloß einen halben Punkt geben. Aber mein Gott, in der Kürze liegt die Würze. Das Spiel war relativ fix durch und wenn man nachher Einzelszenarios macht, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Da kriegt man nicht ganz so viele Missionen, die auf Zeit sind. Und außerdem kann man auch vier Spieler spielen und insofern gibt es den einen Punkt für den Wiederspielwert. Nostalgiefaktor, klar Mensch, wir hatten Penultimo wieder mit dabei, wir hatten verschiedene andere Dinge, Gebäude, die Musik, alles hat immer wieder mit reingeschwingt von den vorherigen Teilen und insofern gibt es da auch einen Pluspunkt. Schade nur, dass Sunny Flowers nicht mehr mit dabei war, dass die beiden sich andauernd behakt haben, war schön. Ja, Zeitdruck war zu doll, sonst war das Spiel super. 95,75 machen wir draus statt 93,75, weil wir zwei Zusatzpunkte gegeben haben und aufgerundet sind das 96 Punkte. Eine wunderbare Städtebau-Wirtschaftssimulation und ich freue mich riesig, dass es euch gefallen hat, dass ihr es euch bis zum Ende angeguckt habt und freue mich natürlich auch, wenn ihr euch die anderen Aufbausimulationen ansieht und vielleicht auch in andere Genres reinguckt. Über 5000 Videos, was will man mehr? Schaut ruhig rein bei Bisozimt, abonniert ihn, falls ihr es noch nicht habt und wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis nachher.